Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry Primal. Ich sehe gerade, wir haben in der letzten Folge haben wir noch das Weißwollfell mitgenommen. Dann können wir tatsächlich den Jägergürtel mal upgraden. Sehr schön. Und brauchen als nächstes Mammuthaut. Okay, das heißt, wir müssen noch einige Mammuts umhauen. Ein Affenfell noch. Höhlenbär, ja, da brauchen wir eine ganze Menge. Ich glaube, fürs Dorf. Genau, das waren die Dachse. Die hier noch dringend gefehlt haben. Ja, Mammut und Höhlenbären. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen mehr jagen gehen jetzt. Ihr seid schon vollständig ausgebaut und euch beiden haben wir noch nicht. Haben wir hier schon das Maximale mehr oder weniger mitgenommen? Okay. So, einmal nochmal kurz nachschauen. Wir könnten da unten gerade mal helfen. Was haben wir denn hier? So, ich glaube davon erstmal nichts Brauchbares. Jupp, okay. Okay. Ich glaube, dann helfen wir da erstmal. Ich glaube, wir hätten da oben bleiben können. Sind hier irgendwo Dachse? Nee, ne? Ein paar Hirsche. So, genau, der schwarze Rothund. Dann nehmen wir dich noch mit. Und dann schauen wir mal. Ja, bin halt jetzt wieder wo ganz anders oder mehr oder weniger woanders. Aber ist auch eine neue Aufnahmesession für mich. Ihr euch da gerade gewundert habt. So, ich glaube, normalen Schiefer haben wir auch. Ja. Mehr als genug. Na, kommen wir da hoch. Ja, ja, ja. Schieb mal. Ja, geht doch. Ah, meine Güte. Na gut, das Ereignis ist aber auch schon wieder weitergezogen. Die Dachse sind auch wieder weg. Ja gut, ist vielleicht, weil es Nacht ist. Das könnte halt sein. Dass sie sich nachts verziehen. Gut. Dann hatten wir hier noch ein besonderes Tier. Ah, da sind die hier. Ja. Blutzahnmammut. Scheint noch relativ weit nach Norden zu gehen. Du bist auch noch nicht erforscht, sehe ich gerade.
Da wäre der nächste. Ja, wir können. Ja, ich glaube, ich werde mal das Dorf ein bisschen wieder ausbauen. Einmal dahin, bitte. Und dann können wir hier schnell reisen. Wenn wir unterwegs Dachse finden, ist das ja da nicht verkehrt. So, hier mal schnell reingucken. Nö. Dann einmal bis morgen pennen, dass wir ein bisschen was sehen. Und dann geht's los. So, neue Belohnung gekommen. Ah, ja, immerhin. Sehe ich ein bisschen was. Okay, 300 Meter haben wir noch. Auf Fuß, je nachdem. Hier wäre noch so ein Höhlenmalerei. Ich glaube, die habe ich schon. Das Südding. Ne, habe ich noch nicht voll. Okay, cool. Dann aber hier hoch. Was war fix? Da ist irgendwas gestorben. Das bitte. Okay. Lass mal schauen, was da drauf gegangen ist. Diese Ziege zum Beispiel. Ich glaube, Ziegen brauchen wir jetzt halt auch nicht mehr. Gut, dir geht es ja noch soweit okay. Schlecht. Na, zu spät. Oh, du kommst wieder, mir scheint. Ne, das ist ein anderer. Direkt Panik. Gut, sehr schön erledigt. So, es gibt hier nur einen Säbelzahntiger. Ich glaube, Pflanzen habe ich auch mehr als genug. Gut, wir müssen da irgendwie hochkommen. Ah ja. Das sieht doch mal gut aus.
Sehr schön. So, das nächste Avenger-Lager. Gut, gut. Hilf Urki dabei, fliegen zu lernen. Hm. Urki San Patra. San Patra. San Poo San Patra. Tap. Tap Poo Poo Koala. Tap Poo Poo Koala. Urki Sakui. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Okay. Ich glaube ja nicht, dass das so gut funktioniert, aber schauen wir mal. So, jagen und Tiere häuten. Okay. Schauen wir mal. Schneevogel, Schildkröte. Warte doch mal, ich... muss mich erstmal wieder an die Schießerei hier gewöhnen. Danke. Habt ihr alle? Jo. Sehr schön. Hier was Nützliches drin. Nö. Ja, ich denke, das dürfte dann auch nur das sein, was wir vorher schon hatten. Okay. Schneevogel und Rabe. Oh, ja, ich sollte auch mal. Wieder Waffen herstellen. Beziehungsweise Pfeile sehe ich gerade. Knochen bringen mir nichts. So, jetzt müssen wir ein bisschen was wieder kriegen. Genau, du kannst dich wieder hochheilen. Dann lass uns erstmal das könnte ein Fisch sein. So. Ja, das Problem ist, dass ich hier, glaube ich, echt keine Ruhe habe, so wie das aussieht. Jedes Mal der hier wuselt. So. Unter den Fisch.
Ja gut, Vögel sind ja auch mehr als genug, wie ich den Eindruck habe. Das ist eine Schildkröte, glaube ich. Naja, erstmal. Ah ne, das ist ein Tapir. Mist. Hat so schön hier gesessen. Ja, die Vögel sind echt beschissen zu kriegen. So, erledige mal, dass das Ding mal weg ist. Sehr gut. Ja, ein bisschen was wieder zurück. So, mal gucken, ob ich jetzt irgendeinen Vogel finde, der sich hier zum irgendwo hinsetzt. Ja, du zum Beispiel. Diese Hitboxen. Gut. Okay. Da unten sind die Rabenfedern. Und Schildkröte und die sind Schneevogel. Oh, lass dir mal schmecken. Ist wahrscheinlich ein Schneevogel. Das kannst du halt echt knicken. Da bräuchte ich halt ein Maschinengewehr für. Okay. Nicht schlecht. So. Da fliegt wieder was. Hab ich noch für irgendwas Beißfische gebraucht? Ist halt die Frage. Ja, hätte mich auch, genau. Gewundert, wenn das funktioniert hätte. Ich muss mal gucken, kann ich eigentlich irgendwann auch mal Flugviecher zähmen? So, dann haben wir wieder ein bisschen was. Ich gehe vielleicht noch auf den normalen Bogen. Mit dem kann ich ein bisschen schneller schießen. Vielleicht wird das dann ja was. Ah, ich bräuchte irgendeinen Vogel, der sich jetzt mal hinsetzt in meiner Nähe, wo ich draufstehen kann, weil die aus der Luft zu schießen.
wird halt einfach nichts. Da. Ich fürchte, es war wieder ein Rabe. Ja. Ja, ich glaube, es ist sinnvoll, echt hier stehen zu bleiben. Und dann hoffen, dass sich hier irgendwas hingesellt. Der Weg geht halt da hoch. Warte mal. Das klang nach Rabe. Naja, die Folge ist aber sowieso zu Ende. Von daher, ich glaube, wir versuchen es da oben mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.